So, weiter geht's mit Sonic Frontiers und wait, hatte ich das Spiel nicht durch? Ja, doch, hatte ich. Aber ich glaube vor 4 Wochen oder so. Oder irgendwann im Juni zumindest. Ja, doch, das war dann vor 4 Wochen. Zumindest noch. Wir haben mittlerweile Ende Juli. Ja, gab es das zweite DLC. So, direkt mal raus haben. Die schöne Musik hört dadurch auf. Also, wo ist denn die Monitor Capture? Da. Ja. Zack, ich öffne mal eben kurz Bilder. Denn ich habe das Spiel schon mal zwischenzeitlich gestartet und die Pop-ups kommen halt nicht nochmal extra. So, Update Details. The following content has been added in the update. Action Chain Challenge. Keine Ahnung. Neo Coco. Oh no. Birthday Decorations. Status Map. New Game Plus. Soweit so gut. Action Chain Challenge. Begin an Action Chain Challenge by using Select Loop on the Start Mark. Within the time limit, chain together multiple actions and objects to fill the chain gauge. Gauge? Gauge? Wie auch immer. Each time the chain gauge fills up, the score multiplier will increase. Once an action or object is used, it will not fill the gauge again for some time. Aha. Open the pause menu to interrupt the Action Chain Challenge. Okay. Werde ich gleich sehen. Action Marks. When the following time-saving actions are used in Cyberspace, colored marks will now appear in the results. Homing Dash White. Spin Dash Red. Change in Deceleration Rate when jumping Yellow. Cyberspace Power Boost Blue. Okay. Verstehe ich nicht. Wenn ich einen Homing Dash mache, dann ist das Result weiß. Ich einen Spin Dash nutze rot. Aha. Damit man quasi weiß, welche Modifikation jemand für einen Highscore aufgestellt hat oder was. Anders wüsste ich jetzt gerade nicht. Birthday Decorations, apply Birthday. Ich glaube, ich habe sie aktiviert. Ich bin mir mal nicht sicher. Additional Options. The rate of deceleration when jumping. The deceleration rate when stopping. Maintaining a boost when jumping. And battles the camera can now be set in options. Aha. Game Settings. The Cyberspace BGM change with boost can now be toggled in options sound. Also, das heißt, dass man nicht mehr diesen verzerrten Sound hat, wenn man boostet. Okay. Update. Stage Records in Cyberspace Challenge and Arcade Mode can now be deleted. The Tower Difficulty on Rhea Island has been reduced for Easy Mode. Okay. Additional Songs added to Jukebox. Acquire them by gathering sound memories. Ja, das könnte gleich noch eventuell auftauchen wieder. Neo Coco in Boost Gorge Upgrades. There's a new species of Coco hidden across the islands. Neo Coco is so rare that it counts for several regular Coco. If you take some to El Coco, it will power up your Boost Gorge as a reward. Good, I don't care. Hab ich schon. New Game Plus will unlock once the game has been cleared. Habe ich zwar schon, aber offenbar muss ich es nochmal mit dem Update jetzt machen. Sonic Skills and Stats will carry over, but items will not. Ich glaube, New Game Plus war einfach, dass man auf. Warte mal, was steht da? Skills and Stats will carry over, but items will not. Ich frage mich gerade, ob man New Game Plus dann später für den DLC braucht mit der Story. Oder wie das Ganze fungiert. Gab es nicht irgendwie einen Hard Mode? Also es gab Hard und dann gab es Hardcore oder Extrem, wo man immer One-Shot ist irgendwie. Irgendwas habe ich da im Kopf. Irgendwie gab es einen One-Shot-Modus. War es New Game Plus? Keine Ahnung. Also nach dem Action Chain, bla bla. Gut, soviel dazu. Zurück auf die Main-Szene. Gut. Sound ist weg, ist klar. So, beim letzten Mal habe ich, was habe ich beim letzten Mal gemacht? Da habe ich, glaube ich, den Battle Rush in Cyberspace Challenge mir angeguckt, oder? Battle Rush. Hier meine Main Data. Genau. Chronos Island hatte ich gemacht. Alles mit S-Rang. Glaube ich, in der Aufnahme auch. Ares Island habe ich, glaube ich, angefangen und dann irgendwie nach ein paar Gegnern keinen Bock mehr drauf gehabt. Weil im Endeffekt, dafür ist mir das Kampfsystem halt zu wider, sage ich mal. Dass ich mir da jetzt echt das alles antun würde. Ich weiß auch gar nicht, was die Belohnung war. Die Belohnung war irgendwas Kleines nur. Wenn man es alles mit S-Rang abschließt. Genauso wie die Cyberspace-Challenge-Dinger. Die wären sogar noch einigermaßen machbar. Mit S-Rang alle, aber habe ich keinen Bock drauf gehabt irgendwie.
Ja, ist halt so. Wer Bock drauf hat, kann es ja machen. Ich habe keinen Bock drauf gehabt. Zumal ich dann wahrscheinlich sowieso mit einem Guide-Video nebenbei sitzen würde, um zu gucken, welche Routen die besten sind, um durchzukommen. Was nicht Sinn der Sache ist, aber ja. Was ist Arcade-Modus nochmal? Achso, wo ich einfach jede Stage einmal so dann spielen kann für sich. Okay. So, Options, gucken wir mal kurz rein. Ja, ich hatte auf Hard damals gestellt. Ich glaube extrem. Ne, konnte ich gerade auch nicht auswählen. Ich hatte gerade noch mal kurz ein neues Spiel gestartet, um den Controller oben rechts in der Ecke anzupassen. Und das hat nicht viel gebracht. Training, ja, Notifications, Autokombonös, Starting Speed. Ich regel hier erstmal nichts, weil keine Ahnung. Nische Boost Speed, Turning Speed, aha. Ach ja, alles die gleichen Sachen im Endeffekt. Ich bin schon wieder müde. Ich habe gerade erst angefangen. Wobei es ist schon wieder 18 Uhr. Von daher passt schon. Camera Speed. Ich mache heute nicht alles vom DLC. Wahrscheinlich nicht alles. Ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, jeden Tag einen Hangout in Genshin zu machen. Und das fährt dann heute Abend halt dran. Nehmen wir jetzt eine Dreiviertelstunde oder so auf. Oder eine halbe Stunde. Mal gucken. Und ja, oder ich mache einfach Insel für Insel. Könnte ich auch. Camera Access, alles ganz normal. Auto Reset Camera, bla. Vibration. Power Boost ziehen, das habe ich glaube ich ausgemacht, weil das so einmal nervig, wenn man dann angehalten wird. Wenn man volle Ringe hat. Es kommt zwar jetzt nicht so oft vor, dass man volle Ringe hat, aber naja. Apply Changes, welche auch immer. Volume lasse ich erstmal so, wie ich es vorher hatte. Soundtechnisch habe ich bei mir nichts geändert. Graphics habe ich das gleiche wie vorher, nur ich habe VSync deaktiviert wieder, weil ich das Ganze jetzt über River Tuner komplett mache. Ich habe nämlich in den letzten Wochen, Monaten wieder sehr hart mit OBS und dem Rechner kämpfen müssen. Und es liegt wirklich immer nur an den Spielen, die mit 60 FPS maximal laufen. Ich habe jetzt einigermaßen gute Settings gefunden, die relativ wenig Slowdowns oder in Anführungsstrichen wenig Slowdowns und wenig Bildzerreißen haben. Dafür habe ich River Tuner auf Scanline Sync X durch 2 gestellt. Keine Ahnung, was das genau ist, aber es nimmt meine halbe Refresh Rate des Monitors und aktiviert dann VSync. Was in dem Fall halt, keine Ahnung, 90 sein müssten jetzt aktuell. Und dieses Scanline Sync, ich habe keine Ahnung, was das macht. Das verschiebt angeblich einfach nur Screen Tearing in den nicht sichtbaren Bereich vom Monitor. So zumindest in der Theorie. Dafür soll man eigentlich negative Zahlen nutzen. Ich habe eine positive Zahl drin und trotzdem ist es weg, weitestgehend. Trotzdem sind hin und wieder in der Capture noch Ruckler drin, aber für die kann ich dann halt in dem Fall nicht viel. Das ist so das Beste, was ich gefunden habe mittlerweile. Gut, der Monitor ist richtig, Borderless Fullscreen ist richtig, Resolution ist richtig, bla, Controls, I don't care, lasse ich so, wie sie sind. Language bleibt auf Englisch und Englisch, weil ja, ist einfacher. Cutscenes, ja, passt auch alles noch. Copyright. Jetzt sieht schon wieder alles so unscharf aus irgendwie. Aber nö, müsste doch nicht richtig sein. So, was zum Teufel ist Extras? Sonic Outfit. Sonic Adventure 2 Shoes. Sonics Birthday Party Outfit, also. Ja, nö, Friends Outfits. Friends Party Outfits, Default. Book Appearance. Springtime Coco, Coco Party auf Default. Island Appearance, Party Details, Default. Ach so, ich hab's ja doch nicht aktiviert. Ja, gucken wir uns eigentlich mal vielleicht mal an irgendwann. Naja, werden nicht in manchen Sequenzen angezeigt. Ansonsten habe ich noch eine neue Mod installiert. Island Tweaks. Das ist eine Folgemod von dem Typen, von dem ich zuletzt den Pop-In-Fix drin hatte. Das Ding hat ein paar andere Bugfixes drin anscheinend, die ich jetzt nicht weiter mir angeguckt habe. Warte mal, habe ich die Dingens-App offen? Ja, Island Tweaker. So, Pop-In. Global Multiplier ist auf 2, weil bei 3 ist das Spiel gecrashed, aus irgendwelchen Gründen. Und das Gute ist, das Ding ist offenbar jetzt getrennt von Gegnern. Enemy Multiplier. Das heißt, die Gegner vermehren sich nicht mehr zusammen mit allem anderen. Was eventuell nervige ja, Sachen aus dem letzten.
Ding behebt, wo man dann halt irgendwie erstmal rumrennen muss, bis man die Gegner aus dem Loading-Bereich raus hatte. Dann irgendwie Stable Mode, der irgendwie dynamisch Sachen deaktiviert, wenn es passt, keine Ahnung. Dann gibt es hier Remove Objects, Remove Camera Triggers, Dash Panels, 2D Dimensions, ja, keine Ahnung. Object Tweaks, Force Spring Homing, Don't Freeze Player, Don't Hold on Monologues. Keine Ahnung, ist mir alles egal, habe ich alles ausgelassen. Und Challenge Tweaks, Disable Night Challenges. Das wiederum ist eine nette Option, wenn man sie nutzen möchte. Dass man nicht immer auf Nacht warten muss, bis dann die Challenge verfügbar ist. Aber gut. Gut, dann würde ich sagen, Continue in dem Moment. Und mein alter Save. Und da habe ich auch schon gerade ein paar Sachen gesehen, dass ich anscheinend beim letzten Mal auch noch nicht alles hatte. Action Challenge und New Cook and Boost Gosh Upgrades. So, gucken wir mal ganz kurz. Sieht. Ja, jetzt haben wir nämlich hier diese Rucklerrad gehabt, die ich meine. Aber, boah. Fairerweise, ich habe es auch schon versucht, nur mit G-Sync gerade einmal. Ach, G-Sync, mit V-Sync. Und V-Sync allein hat vorhin auch nichts geholfen. Das hier sind die gleichen Ruckler, die ich auch in Genshin habe. Random. In Genshin beheben die sich teilweise, wenn ich einfach die Map aufgerufen habe. Und hier offenbar, wenn ich das Menü gestartet habe. Ich weiß nicht, das ist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie mit dem Ding zusammenhängt. Mit dem Gamecode. Sobald ich das Menü oder die Karte geöffnet habe, sind die Dinger meist weg. Ich habe keine Ahnung. Optisch selber habe ich die jetzt auch nicht, die Fehler. Und ich habe ein relativ smoothes Bild halt für mich. Aber gut, so, ich glaube beim letzten Mal, wo ich den letzten DLC, glaube ich, kurz gespielt habe und die Jukebox-Dinger gesammelt habe, wenn ich mich nicht irre, da habe ich dann hier auch aufgehört. Kann das sein? Muss eigentlich. Oh. I. Hatte ich da gerade Screen Tearing? Ich hatte gerade Screen Tearing da oben. Ja. Oha. Screen. Wieso habe ich Screen Tearing? Das sollte doch eigentlich weg sein mit diesem Scanline-Ding. Moment. Sag mir nicht, das funktioniert echt nur mit dem internen Sync-Ding. So, hier, was waren das? Sonic Frontiers. Scanline Sync X2. Blablabla. In half scanline synchronization mode, frame rate is being synchronized to rasterizer position once per two display refresh periods. Other words, you are limiting frame rate to half of refresh rate and achieving V-Sync on effect with a tier line located in a fixed position. In this case, tier line can be moved down and hidden in vertical blanking interval. Aha. Ja. Wie gesagt, 240 ist, glaube ich, keine gute Zahl dafür. Ich habe mir mal einen Bericht dazu durchgelesen, aber der war mir zu aufwendig und zu kompliziert geschrieben. Die Frage ist, nee, wenn ich jetzt wieder V-Sync dazu aktiviere, dann habe ich wahrscheinlich wieder Probleme mit Rucklern, gehe ich mal von aus. Kann ich sonst irgendwas noch gerade ändern? Nö. Grenzung auf 60, Scanline Sync. Das ist natürlich jetzt wieder ekelhaft. Schön, dass mir das jetzt erst auffällt und nicht gerade schon in den Tests. Über 240? Ding ist schon. Random irgendwie. Wenn ich mir das so angucke. Mal taucht's auf, mal nicht. Das ist jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt einfach echt V-Sync doch nochmal dazu aktiviere. Bei Changes. Okay. Ruckelt mein Bild jetzt mehr?
Nee, aktuell nicht. Und damals hatte ich auch beides gleichzeitig aktiviert. Im Moment sieht es gut aus. Gut, ich lasse es erstmal so jetzt an. Ja. Oh. Gucken wir kurz auf die Map. Jetzt gibt es hier auch endlich Musiknoten. Aha. Ja, dann ist ja gut, dass ich gerade hier bin. Dann kann ich mich hier direkt hier umgucken. Auf der Map. Auf Uranus. Nee. Wie hieß die Insel? Rhea Island. Habe ich ansonsten komplett fertig. Abgesehen von den Noten jetzt. Uranus fehlen mir die neuen Sachen anscheinend auf der Karte. Und auf Chaos Island habe ich anscheinend nicht alle Schlüssel eingesammelt, wenn ich das richtig sehe. Was mich gerade sehr wundert, dass ich das nicht habe. Also, es wundert mich wirklich. Ich dachte, ich hätte alles da. Gut, wenn ich jetzt eh schon auf Rhea Island bin, kann ich jetzt auch hier die Musikdinger einsammeln. Stardust Speedway US-Version. Wie ging das nochmal mit der Dingens? Da. Warte. Nein. Ja, ich kann nur vorwärts. Was ist denn das für ein Kack? Uff. Kann man das irgendwie resetten? Ach so, gedrückt halten. Ah, okay. Ja, und dann? Was muss ich dann drücken? Achso, warte mal, was ist. Wie kann ich es dann jetzt. Ist es jetzt im Loop? Keine Ahnung, aber ich mag den Soundtrack nicht. Wo habe ich einen Bock jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade die Dinge hier habe? Oh, warum nicht? Sky Sanctuary. Oh Gott, und jetzt habe ich gerade der harte Ruckler, der Capture. Stimmt, hatte ich damals nicht sogar den Monitor auf 120 runtergesetzt, aber 120 ist auch kein guter Fix. Diese Ruckler kommen echt random, wie man jetzt gesehen hat. Ja gut, muss ich mit leben. Ich wüsste nicht mehr, wie ich sie fixen soll. So, warte mal, ein Wasserbecken war der nächste, oder? Dupdi-dupdi-du. Und es gibt den Spin Dash jetzt neu wieder. Aber den gibt es irgendwie nur, wenn man diese Chain Challenges geschafft hat. So, zum Teufel. Wie kann ich nochmal markern? Nein. Space Marker. So. Okay. Der ist oben drauf. Oder? Es ruckelt doch schon jetzt gerade so ein bisschen. Was ist, wenn ich jetzt, wie gesagt, River Tuner schließe und nur mich auf das V-Sync in-game beschränke? Ja, die erste Aufnahme hier wird jetzt ein bisschen zum Testen sein. Definitiv. Da musste ich bei Genshin auch durch. Sogar sehr oft durch. River Tuner, also wenn ich das einfach mal schließe komplett. Ja. Wenn wir über Tuner schließen, dann haben wir halt diese Dauerruckler. Oder? Pausenmenü. Jo. Ja. Ne, River Tuner muss schon an sein, damit diese harten Ruckler raus sind. Sonst wird das nichts. Gut. Ja, OBS ist eigentlich soweit sonst eingestellt, ja. Kann ich ihn noch machen, der Sonic Frontiers Exe. Was steht denn bei dem Scanline-Sync-Welt? Allows defining target scanline index and activating scanline synchronization for 3D application. Synchronize the frame rate to some specific rasterizer position, a target scanline during game can achieve V-Sync on effect with low input lag and predictable fixed tierline position. You may move the tierline down by increasing the scanline index, added to zero to disable synchronization. Ah!
Ach so, okay. Und wenn eine Zahl drinne steht, ist es aktiviert. It's necessary to disable vSync for proper scanline synchronization. You may enable scanline sync in conjunction with front, back, edge sync parameter modes, activate hybrid scanline sync modes, bla. Kann der Tooltip bitte länger stehen bleiben? The discursive actual target scanline synchronization is preferred performed just once on frame rate limiting starts, then you can see the line with ecosystem log, but you may use SCAT overlay in moving, bla bla bla. Das heißt 240, nee, keine Ahnung, wo setze ich die denn hin? 2046 240 gesetzt. Ja, das könnte hinkommen. Was ist, wenn ich die auf, keine Ahnung, minus 40, kann ich minus 40 eingeben? Oder minus 20? Geht das? Bin ich aber gespannt. So, Options, Graphics, VSync aus, Apply Changes. Also für den Moment war diese Mini-Ruckler in der Capture gerade, aber ich glaube. Ja, doch, dieser Lichtstrahl müsste eigentlich ja screentieren, sonst. Vielleicht hat es funktioniert. Keine Ahnung. Der hat den Soundtrack geändert. Macht er mal automatisch. Wie kann man denn so einen Soundtrack in die Dauerschleife packen? Default. Mystic Ruins. So. Was steht denn hier bei der Options, bei Sound? Steht da irgendwas dazu, wie das funktioniert? Jukebox, ja. Music Playback Playlist in Order. Shuffle. Ah, Loop One Song. Muss man so echt hier einstellen? Wirklich? Okay. Apply Changes. Aber. Dann kann ich jetzt ja. Keine Ahnung, was will ich haben hier? Mystic Ruin. Naja, mehr oder weniger. Passt so ein bisschen ja zu den Ruinen hier überall. Ich glaube, dieses Scanline-Sync lasse ich jetzt noch bei 260 im Falle von Genshin, weil da habe ich kein Screen-Tiering an sich. Aber gut. Hier bei Sonic geht es nochmal auf den Sack, dass dieses Ruckeln jetzt andauernd kommt. Aber ich wüsste nicht, was ich machen sollte jetzt dagegen noch. In Genshin musste ich mich damit abfinden. Hier eigentlich auch. Kann ich. Kann man sich gar nicht porten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das wird nervig. Könntest du aufhören, gegen die Kackwand einmal zu knallen? Wäre die echt verbunden. Oder ich nehme einfach den Weg da. Dupdi-dupdi-dupdi-du. So. Zack, Marker. Irgendwo da in die Richtung. Also ja, ich glaube, besser als das kriege ich nicht hin. Emerald Coast Act 1. Ja. Gute Frage. Da. Boah. Ach, das war der. Okay. Gut. Wäre cool, wenn die Musik hier weiterlaufen würde. Aber tut sie nicht. Aus Gründen. Flying Battery Remix. Sagt mir gar nichts. Nie gehört. Kann ich nicht zuordnen. So, da unten ist das. Wenn ich jetzt eh gerade hier oben bin, kann ich da hin. Doop-di-doop-di-doo. Die sind aber jetzt echt neu hier, die Jukebox-Soundtracks, oder? Müsste eigentlich. Das ist der Wasserfall. Von der Seite? Ja.
Okay, jetzt habe ich Screen Tearing. Sehe ich gerade. Aber nur minimal. Ja, keine Ahnung, wie stellt man das denn richtig ein? Dieses River Tuner Ding. Keine Ahnung. 1480. 1460. In der Höhe habe ich 1440. Und nur wenn das Ding nicht null ist, ist auch Scanline Sync aktiviert. Okay. Ah, jetzt ist gerade wieder nur. Ne, jetzt gerade geht's. Oder? Ja. So. Doop, 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 doop. Wow. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nur da vorne hin. So. Stimmt, ach ja, hier war ja der Fight gegen Dingens. Giganto. Mhm. Okay, der Soundtrack ist verdammt laut. Irgendwie. Und der gefällt mir nicht so sehr. Angel Island. Warum nicht? Achso, das war Angel Island. Ja gut. Achso, ich habe den neuen gerade eingesammelt. Welchen habe ich jetzt eingesammelt? Der ist neu. Isworld, E3 Version. Joa. Prinzipiell. Ich mag His World. Das ist eine Instrumentalversion. Wahrscheinlich. Das könnte Sonic der Schwarze Ritter sein, theoretisch. Gut, schon dran vorbeigerannt. Aha. Aris Island Sixth Movement. Okay. Verdammt leise. Gut, dann kann ich mehrere einsetzen? Nee, ging immer auch nicht. Ja, komm, der wird direkt hier vor mir sein irgendwo, den werde ich wohl jetzt nicht übersehen, oder? Ja. Rock Forest. Das war Sonic Heroes. Wenn ich mich nicht irre. Was zum Teufel ist denn der? Hä? Da. Ja. Oh. Leuchteding. Leuchteding hat Green Tearing, aber nicht immer. Da unten. Screen Tearing geht immer hoch. In der Capture sieht man es nicht, aber ich sehe es. Ah, verdammt. Wie löse ich denn das Problem jetzt am ehesten? Herr Scanline Sync auf 1. Soll ich das einfach mal machen? Und dann. Ja, und 240. Scanline Sync 1 war wie Sync on. For each establishment period, I will see your link friend research and achieving wie Sync on Effekt. Wie Sync on mit 180 statt 90 Hertz. Klingt das was? Also für Screen Tearing nicht. Bei der Capture macht es keinen Unterschied anscheinend gerade. Oder? Nö. Im Spiel ist es quasi egal.
oder? Ja. Der V-Sync-On-Effekt sehe ich, wie V-Sync-On ist. Dieser Leuchtestrahl, der ist sowas von am Tieren wie sonst was. Was ist, wenn ich jetzt... Oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt V-Sync dazu einschalte? Oh Gott. Apply Changes. Ah. Noch ist es okay. Windhügel ist da komplett weg in-game. Die Capture sieht aktuell auch noch okay aus. Okay. Ja. Mal testen, wie lange das gut läuft. Green Forest. Du, wo ist es? Da bin ich blind. Wieso finde ich die nie, wenn ich sie einsammle? Da. Ah ja, Swimmager 2, genau. In der Capture ist der Sound gar nicht mal so leise, sehe ich gerade. Aber gut, so, der nächste ist da unten im Loch. Einer ist dann da, im Spawn mehr oder weniger, und einer ist am südlichen Punkt. Okay. Zack. Achso, am südlichsten Punkt hier. Vom Loch. Wo bin ich? Bin zu weit schon. Ein paar Meter dahin. Ach, da oben drauf. Hab schon vergessen, wie nervig das Spiel teilweise ist, wenn das so durch die Gegend ja, wackelt, wenn man irgendwie nicht gerade irgendwo richtig hochläuft. Zack. So. Case Island Sixth Movement. Hä? Achso, Chaos Island. Okay, Gott sagen, hä? Hatte ich doch gerade erst. Okay, der ist oben, dann gehe ich erst in den Süden. Irgendwie da so. Hi. Rhea Island. Ja gut, der Haupt-Soundtrack hier. Von mir aus. Irgendwie hat die schwere Erinnerung, hier hochzukommen. Hatte ich mich nicht damals hier saumäßig abgemüht, hier hochzukommen? Da gab es die Sprungfedern, glaube ich nicht. Kann das sein? Open your... Open your heart. Wo ist open your heart? Ja. Ah, zu Anfang. Ja, ja gut, oh Gott, stimmt ja. Das war ja so ein 20, 40 Sekunden Intro, bis sie mal singen. Rising. Ja, ich merke gerade jetzt mit V-Sync an, habe ich natürlich wieder selber. Ja, so, ja, ich habe halt jetzt Mini-Ruckler bei mir. Alter, was sind das bitte für Low-Poly-Möwen? Ach du Scheiße. Ja, also saumäßig, ja, was ist saumäßig? Na, es ist ertragbar. Ich frage mich immer nur jetzt gerade, will ich lieber diese Ruckler haben?
hin und wieder, oder will ich lieber das Green Tearing entgegennehmen beim Kameradrehen? Ich glaube, ich nehme eher das Green Tearing in Kauf. Ach ja. Das Ganze wäre eigentlich gar kein Problem, wenn ich einfach nur für mich spielen würde, wahrscheinlich. Und nicht aufnehmen würde. So viel weniger Sachen, die einen nerven können. Gut. Sag mal. Beim Bewegen. Hier jetzt selbst gerade die Minimap. Ach du Scheiße. Okay. Gut. So, Map-Auswahl. Gut, dann realen wir uns jetzt wirklich hundertprozentig mit allen Soundtracks. Ja, will ich auf Kronos Island oder Chaos Island erstmal? Ich glaube, ich gehe erstmal auf Kronos Island. Der Reihenfolge halt nach. Mich irritieren halt diese zwei fehlenden Schlüssel da. So ein bisschen. Und ja, nee, ich will jetzt nicht, dass sie mir die ganze Zeit entgegen singt. So, Red Mountain. Wobei, die Red Mountain ist eher für für Chaos Island. Was will ich hier? Keine Ahnung. Ah ne, falscher Sandlevel. Nicht auch. Das sind alles die falschen Sachen. Hier, Misty Lake. Der klang ganz nett. Der Soundtrack. So, Karte. Oh. Hier ist direkt die erste Sache irgendwie. Einfach einsammeln oder was? Aha. Okay. Wait a second. Das war mies. Prinzipiell ganz geil. Nochmal so im Quick-Menü mäßig alles hier. Nein, nein. Oh Gott. Bitte was? Score 34.000. B. Finish. Okay. Achso, lass ich raten, ich muss nicht alle holen, ich muss einfach nur irgendwie eine Chain aufrechterhalten oder so, keine Ahnung. Oh Gott. Hi. Du passt mir hier gerade gar nicht ins Bild. Ich kann gar nicht alle einsammeln derzeit. Finish. Immer noch D? Was soll ich nochmal machen? Wo sind die Screenshots, die ich gemacht habe? Desktop. Neuer Ordner. Action Chain Challenge. Beginnen Action Chain Challenge by using the Clue und the Start Mark. Öffne Tiny Chain together multiple actions and objects to fill the Chain Gauge. Ich schon die Chain-Gauge fills up, this complete will increase. Once the action order is used, it will not fill the gauge again for some time. Und man interrupt the. Okay.
Okay. Also das Ganze ist zeitlich begrenzt. Okay. Okay, es frisst keine Zeit. Naja, mehr oder weniger. Aha, jetzt habe ich einen A-Rang. Es gibt doch bestimmt noch einen S-Rang, oder? Es gibt bestimmt einen S-Rang. Okay. Nicht lange aufhalten. Direkt schnell durch. Einfach nur das mitnehmen, was interessant aussieht. Mitten drinne. Mit 50.000 sind immer noch niedrig. Achso, das gibt auch Punkte. Oh. Nicht nur die Dinger hier sind Punkte, sondern auch alles andere. Ah, okay. Also alles, was ich mache. Oh, 10 ist weniger. B. Okay, jeder Kleinkram gibt Punkte. Okay. Okay. Ja, keine Ahnung, welchen Raum brauche ich denn hier, um hier gut Punkte zu holen? Brauche ich überhaupt irgendwie einen guten Rang? Oh, das wird jetzt nervig. So. Immer noch A-Rang. Wie bräuchte ich denn für S-Rang? Okay, ich gehe erstmal auf A-Rang, glaube ich. Keine Ahnung. Oder stört mich? Bei solchen Sachen wie dem hier habe ich auch S-Rang. Kann man das irgendwo sehen? Wenn man das Ding anspricht? Was brauche ich denn für einen S-Rang? Okay, fairerweise, ich muss sagen, mir geht der Screen-Tearing-Effekt doch gerade hart auf den Sack. Aber warum funktioniert dann River Tuner nicht? Framerate Limit ist auf 60. Ja, weil es nicht höher geht. Wie genau funktioniert das? Also wenn ich genau 60 setze, den Scanline Sync
Nö. Tiert sich immer noch zu Tode. Minus 60. Zack. Immer noch. Wobei. Nicht mehr so hart, oder? Glaub. Er ist aus dem Bild. Oh, dafür ruckelt die Aufnahme jetzt. Aber. Ah. Ja, jetzt hat sie sich wieder gefangen. Ah, komm, ich will wissen, ob es einen S-Rang gibt. Ob der Weg unten rum hier ist vielleicht nicht ganz so geil. Oder? Ja, nee. Ich will doch jetzt schon wieder nichts. Viel zu lahmarschig. Ja, viel zu lahmarschig. Restart Chain Action. Bla. Ja, das war auch Kacke. Restart. Ich glaube, den hier soll ich mitnehmen. So. Das wollte ich gar nicht. Oh, aber es gibt auch Punkte. Okay. Sechsunddreißig, es gibt einen S-Rang. Okay. Fuck. 600. Wow, ich habe hier auf einmal von 380.000 und 630.000 hochgeschafft. Nur durch den Bosskampf? Muss eigentlich. Gut. Hier ist eine Zeitherausforderung. Da kann ich mich importen. Gab's das schon immer? Die Sequenz beim Teleportieren? Bin mir grad unsicher. Ach du Scheiße, aber. Ist ja noch mehr Screen Tearing als vorher. Okay. Das geht auch nicht. Ja, kann dann 140. Wenn es im oberen Bildbereich ist, dann müsste es ja in den Minusbereich gehen. Eigentlich. Was ich einfach sage, keine Ahnung. Machen wir jetzt 240. Und dann aktiviere ich mal wieder Ingame V-Sync. Was ist, wenn ich. Moment, was ist, wenn ich einfach hier V-Sync aktiviere? Und hier einfach gar nichts mache? Zack. Hallo? Ich habe 0 eingegeben. Denn dann Sync einfach aus so gesehen. Apply Changes. Jo. Wie ist es jetzt? Oh. Anscheinend hat Sonic gutes V-Sync eingebaut. Das scheint nämlich gut zu laufen. So.
Ach ja, meine schönen One-Shot-Gegner. Die hätte ich natürlich auch machen können vorhin, die da gespawnt sind. Hätten auch Punkte gegeben. Ah. Okay. Gut, so, wo ist das Ding? Da ist das Ding. 102. Ah, hier. Uff. Ich hab vergessen, wie die Moves waren. Egal. Wie zum Fick waren die Moves? Ich hab's vergessen. Da kriege ich hier den S-Rang einfach so, indem ich einfach nur über die Fläche renne. Ah, nur ein A-Rang. Okay. 500.000 kann das sein. Wie ging der Move nochmal in der Luft ausweichen? Und dann... Doch, mit LT. Okay, gut. Okay, reicht einfach, wenn ich nur dagegen gehe. Okay. Zack. Will ich gar nicht eigentlich, aber okay. Egal, der Multiplayer ist direkt hochgegangen dadurch. Ja, ich habe schon ja, über 500.000 Punkte, gut. Ich würde davon ausgehen, dass es immer 500.000 Punkte sind. Dann fühle ich mich zumindest besser, wenn ich weiß, welchen Wert ich erreichen muss. Gut. Dann das Ding da markieren. Das ist einer von diesen neuen Kokos anscheinend. Achso, ich bin ja mal ganz. Ja, will ich jetzt mal die Deko aktivieren? Ne, guck ich mir später mal an. Okay. Hat das mit dem Poppen eigentlich funktioniert? Sag mal, wie komme ich überhaupt hin? Von da. Zack. Ist die ganze Fläche hier neu? Kann das sein? Ein Piraten-Koko. Ja. Hier ist es einfach eingesammelt. Okay. Von mir aus. Achso, und den Spin Dash bekomme ich, wenn ich diese ganzen Challenges fertig habe. Okay. Muss ich einfach nur schaffen. Ein Target gibt's an sich nicht. Brauchen wir was anderes irgendwie. Mushroom Hill? Boah. Okay. So, wo ist das Ding? Hier ist das Ding. Aha. Okay.
Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So. Wie komme ich da hoch? Auf einem vernünftigen Weg. Hat jeder hier? So. Nö. War nicht hier irgendwo auch eine Feder unten? Im Wald? Da? Hm. Irgendwie nicht. Das sieht doch einigermaßen interessant aus. Na komm. Jetzt komm doch. Spring doch drauf. Nein. Hä? Aber wie soll ich da rankommen? Ja. Von da vielleicht? Weil die fliegen nicht hoch genug, oder? So. Irgendwas hier unten im Wasser. Nö. Hä? Das kommt mir neu vor. Moment, das habe ich noch nicht gesehen. Was ist das? Das wirkt neu. Aha, das war wirklich neu. Eine mit Krone. Okay. Gut. Wo geht's jetzt hin? 103, 10. Wie ist es da? 9 und da 3. Oh Gott, aber es gibt haufenweise jetzt hier. Ich dachte, es wäre so ein Mini-DLC, aber nee. Das ist ja. Doch, relativ viel Content auf einen Schlag jetzt hier neu. Das ist interessant. Wenn jede Welt 9 Stück hat. Boah. Ich meine, die sind relativ. Die haben die sich halt einfach gemacht. Das ist einfach Freestyle-Modus, aber trotzdem. Zack. Und ich hab's verkackt. Mhm. Oder auch nicht. Zack. Okay. Mir fehlen hier so ein bisschen an sich die Spots mit Gegnern oder so. Was zum. Oh, zu wenig. Ja, ich bin zu Anfang angestellt. Das wird drauf ankommen lassen. Einmal nur 5000 zu bekommen. Oh, hier geht's auch direkt hin. Sag mal, sind die nur die Startpunkte anders? Kann das sein? Prinzipiell sind es immer die gleichen Punkte wie sonst auch. Bestimmt. Es sind echt immer die gleichen Sachen, kann das sein? Nur andere Startpunkte. Aha. Das hat jetzt Zeit gekostet.
Ja, ich glaube, so einen Gegner sollte man schon dabei haben. Hm. 100.000 D, 10, 100.000 C, 200.000 B, 300.000 A, nee. Unter 200.000 ist D. Dann C bei 200.000 plus, B 300.000, nee, B doch. Es müssten 500.000 sein. Was, wenn ich jetzt nochmal hier lang gehe? Mir gefällt aber der Freestyle-Aspekt hier. Dass man quasi machen kann, was man möchte und kriegt dafür dann Punkte. Und dann kriegt man eine Bewertung. Für so und so viele Punkte am Stück. Eigentlich ist das ganz geil. Okay, dann bin ich hier oben. Oh, Boss respawn sogar. Nice. Okay. Wieder S-Rang. Gut. Ja. Heißt für mich jetzt gerade, dass im Endeffekt 500.000 so die Grenze sein könnte, oder 600.000. Gut. Ja gut, aber man muss sich jetzt ja dann nicht alles auf einmal machen, weil das ist ja dann doch länger als gedacht. Ich dachte, so eine Stunde pro Map reicht. Aber nö. Insgesamt gibt es 9 Stück davon. Warum soll ich den noch einnehmen, wenn ich jetzt gerade hier bin? Und Sonics V-Sync reicht aus, um sowohl anscheinend. Okay, doch nicht. Ja gut, um weitestgehend OBS zu befriedigen, dass er nur hin und wieder die Ruckler hat und dass ich kein Screentearing habe. Also scheint einigermaßen zu funktionieren. Also so ein Elder-Kuckuck-Ding. Was hast du eigentlich für eine Krone jetzt gehabt? Habe ich die überhaupt eingesammelt schon? Ja, habe ich. Nee, habe ich nicht. Über mir, ja. Gut, okay, ja. Zack. Das Ding ist neu, definitiv. Oh, scheiße. Okay. Mal gucken, dann werde ich nachher noch ein Genshin hin und aufnehmen. Nachher meine ich wahrscheinlich gleich. Oh, scheiße, wie soll denn das funktionieren? Also, es wird funktionieren. Es kann funktionieren, aber es sieht saumäßig nervig aus. Uff. Gar nicht mal so einfach teilweise, wenn ich das richtig sehe. Was zum? Einfach hinnehmen. Ja, er landet schon irgendwie in dem Ring drinne. Gut. Ah, einer mit Schwert. Und wieso funktioniert mein. Achso, ich kann die Kamera nicht richtig drin drehen. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Warum geht mein rechter Stick nicht? Gut, so, ich stelle mich mal hier hin. Save Data. Save. Ja, Slot A eigentlich, ja. Zack.
Gut. Und ja, sind weg zum Titel. Ja, keine Ahnung, in 2 Wochen kommt ungefähr Genshin 4.0 raus. Ich frage mich, ob ich bis dahin die ganzen Sonic-Sachen nebenbei noch fertig bekomme. Wie gesagt, jeden Tag will ich mir jetzt eigentlich einen Hangout antun. Das sind 2 Stunden ungefähr. Heute noch mal eins. Ja, vielleicht werde ich gleich noch ein bisschen Sonic spielen. So eine Stunde. Und dann werde ich zum Abend ausklingen lassen, das Hangout machen. Oder erst das Hangout zum Abend einläuten und dann noch eine Stunde Sonic. Mal gucken. Aber gut zu wissen, dass Sonic ohne River Tune anscheinend auskommt. Ich meine, ich werde es trotzdem starten. Aber es ist offenbar etwas besser programmiert als Genshin in dem Fall. Gut. Aber dann sage ich erstmal ciao. Ich weiß gar nicht, wie mache ich das überhaupt? Ich nehme das gleiche Thumbnail, aber ich gebe eine andere Zahlenreihenfolge, weil einfach nur jetzt den nächsten Part. Nicht blöd. Irgendwie noch ein DLC mit reinhauen ins Thumbnail? Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich kenne mich, ich werde einfach nur das gleiche Thumbnail weiterführen. Von daher, was soll's. Gut. Settings gefunden einigermaßen, die funktionieren. Läuft. Ja, und der Plan für die nächsten 2 Wochen ist halt Genshin und Sonic dann. In dem Fall. Unter der Woche wird es wahrscheinlich eher nur auf Sonic hinauslaufen, weil vor 10 Uhr fange ich nicht an aufzunehmen. Sonic ist ja schon Genshin. Und dann 2 Stunden halt das pro Hangout, ja. Also wieder einmal die Woche Sonic. Ach ja. Gut. Dann sage ich erstmal ciao und bis dann.